Moin, hallo und willkommen zurück zu Demon Hunter 5 Ascendance oder im Deutschen der Aufstieg. Ja, der Sheriff, der liegt hier noch so ein bisschen. Der ist ein bisschen in Ohnmacht gefallen, weil er einen Geist gesehen hatte. Interessanterweise, komischerweise. Hätte ich nicht mit gerechnet. So, wir müssen erstmal ein paar Sachen suchen hier. Und wir müssen wahrscheinlich Riechsalz oder irgendwas finden, ne? Was haben wir denn hier alles? Das da, Sicherheitsnadel, Mond, Pfeil. Das Ding. Was brauchen wir noch? Löffel ist hier. Da ist Sicherheitsnadel. Bowlingkugel oder was ist das hier? Das sieht aber sehr, sehr merkwürdig aus. Eine Eichel haben wir da oben. Eine Spritze oder was ist das hier? Ich bin mir nicht sicher. Ein Fläschchen, das hier. Okay. Fischgeräten. Wo haben wir die denn? Ein Pfeil und dann irgendwie ein Stift. Das ist eine Spritze hier. Ein Stift. Stift, da. Fischgeräten. Wo haben wir die denn jetzt hier? Die sehe ich gerade nicht, ne? Was haben wir noch? Irgend so eine Bowlingkugel oder so? Ich bin mir nicht sicher. Und ein Pfeil. Wo ist denn der Pfeil? Ne, das ist ein Knopf. Okay, das sah aus wie eine Bowlingkugel für mich so ein bisschen. Wobei, eine Bowlingkugel hätte nur drei Löcher. Stimmt, ja. Okay. Fischgeräten brauchen wir noch und ein Pfeil. Sind die irgendwo auf der Karte? Ne, die Karten sind es nicht. Okay. Fischgeräten, ja, also, ich sehe die hier gar nicht. Hier ist nichts im Knoblauch oder so? Nee, ne? Da auch nicht. Und die kann ich wegnehmen. Oh, okay, da kannst du was wegnehmen. Interessant. Sonst ist hier nichts zum Wegnehmen. Da ist der Fall, okay. Doch was zum Öffnen. Hätte ich jetzt nicht gerechnet, was zu geben. Ätherische Öle. Die müssen wir bestimmt anhauen hier, ne? Was brauchen wir? Eine Blume. Haben wir hier. Salz. Ist das Salz? Puderzucker. Das sieht aber aus wie ein Salzstreuer eigentlich, ne? Eine Blume. Blume muss da rein. Ne, warte mal. Eine Blume muss da rein. Puderzucker? Ne, das würde. Das muss Salz sein, ne? Salz. Wo haben wir denn Salz hier? Da können wir nichts machen. Puderzucker. Wozu brauche ich Puderzucker? Sheriff! No. I need to wake him up. Okay, den Sheriff müssen wir auch wecken, damit wir hier weiterkommen. Salz, wo finde ich denn Salzstreuer? Da kann ich noch was gucken. Was kann ich denn hier noch gucken? Beziehungsweise, wieso kann ich mir das angucken? Die Schuhe? Sehr merkwürdig. Wieso kann ich mir das Bild hier angucken? Schnürsenkel. Wofür brauche ich die denn? Schnürsenkel? Okay. Da war noch was. Ist hier noch was? Achso, das hier müssen wir noch. Was haben wir hier? Achso, da. Jetzt können wir den Rasen drüber benutzen. Wofür auch immer. Das können wir mitnehmen. Ein Rasen drüber. Stimmt, wir müssten hier noch was machen, ne? Dann trimmen wir mal eine Runde. Nein, trimmen. Kann ich nicht trimmen? Da kann ich auch gucken. Ich könnte jetzt abhauen, aber es ist nicht mein Stil, von einer Herausforderung zu fliehen und die Welt in Gefahr zu lassen. Okay, wo müssen wir... Wo müssen wir das Zeug trimmen? Hier war noch nichts zum Trimmen, ne? Da fehlen noch Teile. Puderzucker. Wo brauche ich das Zeug? Was ist hier? Dieser Inhalt des, der Inhalt dieses Werkzeugkastens könnte sich für mich als nützlich erweisen. Ich sollte lieber den anderen roten Knopf finden. Kann ich da reingehen? Ne, da war ich schon drin. Im Auto gibt's noch irgendwas? Wenn ich Fingerabdrücke sehen könnte. Tür. Okay. Jetzt ist die Frage, welche Reihenfolge? Und den Code nicht. Wow, ich denke, ich werde den Code eher finden, als ich die Reihenfolge erraten würde. Das heißt, wir müssen erst den Code finden. Okay, was habe ich hier? Ein Fuchseinsatz. Wofür brauche ich den denn? Da war nichts, ne? Was ist das hier? Es wird nicht leicht sein, das zu zerschlagen. Ich muss einen durchdachten Ansatz finden. Okay. Irgendwas zu mitnehmen hier? Nee. Nur das da. Okay, Ein durchdachter Ansatz.
Hier war auch nichts mehr, ne? Nichts zu sehen hier. Nur das Bild. Da muss ich nochmal beigehen, aber da komme ich nicht ran. Moment, kann ich hier zufällig hier am Tor noch irgendwas machen? Beziehungsweise gibt es hier noch irgendwas? Nee, das Efeu geht nicht. Okay. Da habe ich auch schon einen Teil gesehen fürs Auto. Dieses Brett ist fester befestigt, als es scheint. Tja, da brauche ich sowas wie eine Brechstange, ne? Wofür brauche ich... Moment. Den Trimmer kann ich hier zufälligerweise hier nutzen. Okay. Dann nutzen wir den Trimmer dafür. Auch nicht schlecht. Wenigstens öffnet sich das Schloss dieses Tores mit einem normalen Schlüssel. Ja, dann muss ich erstmal einen normalen Schlüssel haben. Das kann ich mitnehmen? Okay. Dann kommen wir zumindest schon mal ein bisschen weiter. So, was haben wir dann noch? Noch mehr? Eine Nachricht. Taschencode, hier. Der erste ist der kleinste. Der dritte Wert ist an der letzten Stelle. Der zweite ist dort, wo der Platz übrig bleibt, nachdem du einen mit dem größten Wert an zweiter Stelle geschrieben hast. Was? Der erste ist der kleinste. Das wäre die 1. Der dritte Wert ist an der letzten Stelle. Der dritte Wert an der letzten Stelle, das wäre die 5. Wenn ich jetzt der Reihe nach gehen würde. Der zweite ist dort, wo der Platz übrig bleibt, nachdem du einen mit dem größten Wert an zweiter Stelle geschrieben hast. Der zweite ist dort, wo der Platz übrig bleibt, nachdem du einen mit dem größten Wert an zweiter Stelle geschrieben hast. Der größte an zweiter Stelle, das wäre 1, 6, 5 und dann die 2. Zumindest nach dem von den kleinsten. 1, 6, 5. Oh. Okay, interessant. Der dritte wird es an der letzten Stelle. Ah, der 5 kommt an letzte Stelle. 1, 6, 2, 5. Oh, okay. Da war tatsächlich ein Fehler drin. Okay. So, jetzt können wir erstmal hier in den Pool steigen, aber wir haben immer noch nicht genug. Es fehlt noch ein Puzzle, ne? Interessante Musik, aber es fehlt... Es sieht ohne all diese Fliesen unverständlich aus, okay. Schubladentoken, dann können wir jetzt die Schublade aufmachen, okay. Da. Das Kaffeeservice. Da haben wir das, was wir brauchen, und hier muss der Wolfskopf drauf. Alles klar. Wir haben ein Tuch und einen Spinnenhinweis. Was? So, das Salz muss jetzt hier rein. Und ätherisches Öl. Dann machen wir Riechsalz draus, oder was? Ich brauche das Tuch, um diese Mischung einzuwickeln. Wenn der Sheriff das riecht, wacht er sofort auf. Okay. Na dann. Spinnenkörper und Spinnenhinweis. Wo muss ich die Spinne einsetzen? Im Keller, ne? Da komme ich aber gerade nicht hin, oder? Nee, ich bin ja rausgeschmissen worden. Sheriff, aufwachen. What happened here? Was all this real? This house is damned and its owners are cursed and possessed. I need your help to stop a very powerful entity, which could spread if we don't find the way to stop him. First we need to shut down the power. Well, I'll help you. I guess, till I get to the bottom of this. Let's go then. Okay, wecke den Sheriff. Augenzeuge. Er hat es auf jeden Fall auch gesehen. So, jetzt müssen wir dahin gehen. Können wir noch was mitnehmen? Da, die Spinne. Spinnenhinweis? Achso, wir müssen erst die Spinne einsetzen. Und jetzt müssen wir den Spinnenhinweis haben, damit wir wissen, wie die Spinne sitzen muss. So, okay. Du musst dahin. Der zweite ist da oben, das ist richtig. Der letzte muss dahin. Der geht da drüben hin. Du bleibst da. Du musst hier. Nee, das zweite. Da musst du hin. Und du musst wieder nach unten.
Okay. Jetzt haben wir da noch das letzte Musikteil rausgeholt. Okay. Na schön. Dann bin ich mal gespannt. So, dann setzen wir das hier ein. Und müssen jetzt ein Bild rausfinden. Tausche die Kacheln aus, indem du sie auswählst und an die entsprechende Stelle ziehst. Ja, das geht schon mal nicht. Das heißt, da, weiß ich nicht. Haben wir einen Ansatzpunkt? Ich weiß nicht. Das sieht doch eigentlich schon recht gut aus. Wenn ich wüsste, was es ist. Das könnte ein Urzeitkrebs werden, oder was? Ne, nicht ganz. Das passt, okay. Das passt. Die kann ich nicht bewegen. Interessant, okay. Das geht dahin. Das passt auch. Okay. Das ist die Frage. Wo kommst du hin? Dahin. Das kommt dahin. Ne, das passt überhaupt nicht. Was ist das überhaupt? Ist das hier ein Mund oder so, ne? Irgendwas passt hier nicht. Euch kann ich nicht bewegen. Dich kann ich bewegen, aber das passt eigentlich. Wo gehört das denn hin? Ich bin verwirrt. Dich kann ich nicht bewegen, euch kann ich nicht bewegen. Hier ist irgendwo noch ein Fehler in der Matrix. Wo gehört denn das überhaupt hin hier? Dahin? Ich habe keine Ahnung, was das gerade war. Professor Ashmore. Wieso hat er das da versteckt? Finde 3 zugewiesene Symbole auf jeder Seite des Tagebuchs, um nacheinander alle 3 Teile des Tagebucheintrages von Professor Ashmore zu entdecken. Da ist ein Auge. Da ist ein Auge. Und wo ist Auge Nummer 3? Hier oben? Da. When Vera and Edmund called upon me, I thought they were joking with stories about demons and supernatural presence. But my scientific equipment confirmed their worst fear. Soon it was clear that the supernatural threat was real and a long-term danger. But they saw their opportunity in making money out of it. Okay. Sie wollten Geld daraus machen oder Geld daraus schlagen. Und er hatte die Befürchtung eigentlich schon mitgeteilt, würde ich jetzt pauschal behaupten. I have discovered that this demon has some weird connection with electricity. He was bound for the house, but searched his way out through radio and TV devices. The demon wanted attention, as much as he could get, so he would grow stronger. At first, I isolated him in a Faraday cage and blocked his electromagnetic field from spreading. But it was far too dangerous to leave him to rest in this house. Okay, er wollte ihn nicht in dem Haus lassen. Was haben wir hier? Okay. I had to stop this demon before he could reach millions of people and set himself free. I found, being lucky enough, that the cave in the local mountain behaves as a natural Faraday cage. I designed the ritual by which I bound him further from the house, but it did not destroy him. Someone else will have to do that. I blocked the cave entrance, but I left clues, which you will find along the way to the cave, where the demon is captured. Okay, der Dämon ist dort gebunden. Hat es aber irgendwie geschafft, hier hinzukommen? Bin verwirrt. Okay, wir haben einen Schlüssel bekommen. Der Schlüssel zum Garten. Da brauche ich noch den Knopf. This way. Hurry. Ja, ich bin ja schon da. Ich bin ja schon da. Ich habe den Gartenschlüssel gefunden. Oh oh. Das war doch eigentlich ziemlich offensichtlich, oder nicht? Sheriff, are you okay? You do keep falling into trouble, don't you? Just help me get out of here. I'll find a way to help you. Don't go anywhere. Er kommt ja sowieso nirgendwo hin hier. Jetzt muss ich ihn da raus. Warum hat er die. Naja. Ich frage nicht, ich frage nicht. So, das ist. Ein Brett, okay. Ich habe keine Geduld für ein weiteres Schloss. Ich schneide mich hier durch. Okay.
Jetzt müssen wir den Sheriff retten. Noch was ist das hier? Ich weiß nicht, was ich hier tun soll, aber sauber machen. Alles sauber machen oder niederbrennen? Ich suche gerade noch hier den. Da. Eins von drei Brettern. Soll ich jetzt eine Leiter bauen oder was? Das muss was muss Generatorschuppen? Das muss der Generatorschuppen sein. Hier muss ich den Strom abschalten, okay. Schon gut gesichert. Ja, ich habe eine Schere. Was mache ich mit der Schere? Irgendwas abschneiden? Was abschneiden? Ah ne, da war ich schon. Wo konnte ich denn da lang? Da habe ich nichts mehr. Kann ich hier zufällig die Schere benutzen? Kannst du doch zum Raushebeln nehmen. Ist zwar nicht dafür gedacht unbedingt, aber es wird funktionieren, meiner Meinung nach. Hier ist auch nichts. Da ist noch was. Der Karton. Der Karton. Den sammle ich jetzt noch ein. Und dann würde ich sagen, mache ich mich nochmal auf die Suche. Ich hoffe, ich finde noch das, was ich brauche. Und das sehen wir dann in der nächsten Episode. Also danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.